Spricht man über erneuerbare Energien, ist das hier nicht mehr wegzudenken. Schon vor Jahrhunderten haben sich Menschen den Wind zunutze gemacht und mit Windmühlen Getreide gemahlen. In den 1970er und 80er Jahren gelang schließlich der Durchbruch der heutigen Windkrafttechnologie. Aber wie funktioniert so ein Windrad eigentlich und welche Vor- und Nachteile hat die Windenergie? Das schauen wir uns in der neuen Folge Fuzu Explains an. Im Machfeld in Niederösterreich entstand 1994 die erste Windkraftanlage Österreichs. Ende 2021 erzeugten über 1300 Windkraftanlagen Strom für über 2 Millionen Haushalte. Bis 2030 könnten Windräder bei entsprechendem Ausbau 26% des Strombedarfs decken. Schauen wir uns also mal an, wie so ein Windrad überhaupt funktioniert. Damit Wind durch Strom erzeugt werden kann, muss die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umgewandelt werden. Da kommen die Windräder ins Spiel, die aus dieser kinetischen Energie erstmal Dreh- bzw. Rotationsenergie machen. In diesem Prozess machen sich Windkraftanlagen das physikalische Auftriebsprinzip zunutze. Das gewölbte Rotorblatt, das im Grunde wie ein Flugzeugflügel funktioniert, wird durch den Wind von Luft umströmt. Auf der gewölbten Oberseite umströmt die Luft den Flügel schneller als auf der Unterseite. Unter dem Flügel herrscht dadurch ein höherer Druck und siehe da, die Auftriebskraft entsteht. Das Rotorblatt wird vom Wind angetrieben und dreht sich. Windräder haben meist drei sehr lange Flügel, dass sich damit laut ExpertInnen die Wirkung am besten entfalten kann. Diese Drehbewegung bzw. die entstandene Rotationsenergie muss jetzt noch in elektrische Energie umgewandelt werden. Das erledigt der Generator, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Meistens befindet sich zwischen dem Rotor und dem Generator noch ein Getriebe, das sich deutlich schneller als der Rotor dreht. Dadurch kann das Getriebe die niedrige Drehzahl der Rotorblätter ausgleichen und eine höhere Frequenz sicherstellen. Die Windkraftanlage ist am elektrischen Netz angeschlossen und durch Trafos oder Leitungen kommt der Strom in unsere Häuser und Wohnungen. 3700 Haushalte kann ein modernes Windrad jährlich mit Strom versorgen. Damit dieser Prozess auch gut funktioniert, ist beispielsweise die Höhe der Anlage enorm wichtig. Denn in der Höhe weht der Wind gleichmäßiger, während weiter unten die Luft turbulent ist und Häuser und Bäume ein Hindernis darstellen. Mit jedem Meter, den ein Windrad in die Höhe ragt, steigt der Ertrag um 1%. Die Vorteile der Windenergie liegen auf der Hand. Wind ist eine saubere Energiequelle, fossile Rohstoffe sind nicht notwendig und es gibt keinen Ausstoß von schädlichen Stoffen. Außerdem brauchen Windräder im Vergleich zu anderen Stromkraftwerken relativ wenig Platz. Ein Nachteil ist, dass Windenergie nicht gespeichert werden kann. ExpertInnen betonen, dass Windräder deshalb aber kein Glücksspiel sind. Dänemark deckt beispielsweise 40% des Strombedarfs mit Windenergie. Windenergieprognosen können mittlerweile ziemlich genaue Voraussagen liefern. Ein anderes Problem ist, dass der Schattenwurf und Lärm eines Windrades für AnwohnerInnen störend sein kann. Windräder werden jedoch auch hier laufend ausgebaut und optimiert. Bis 2030 will Österreich seinen Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen. Die Windenergie spielt dabei eine der Hauptrollen, weswegen der Ausbau von Windkraftwerken unersetzlich ist.